Nachfrage zu diesem Schatten-ESM. Auf welcher Kompetenzgrundlage, mit welcher Befugnis möchte die EU jetzt diesen Schatten-ESM, wie Sie sagen, einführen? Denn der ESM an sich war ja als völkerrechtlicher Vertrag geplant. Es gibt dafür keine Grundlage. Es gibt nur jetzt den Wunsch, den die Mehrheit der Abgeordneten, insbesondere der EVP und der Sozialisten, an die Kommission herangetragen haben, den ESM, der ja schon im Grunde eine falsche Politik ist, jetzt auch noch auszuweiten auf Banken außerhalb der Eurozone. Das heißt, wir fangen einfach jede marode und kranke Bank ab. Und das steht doch im klaren Widerspruch zu den ursprünglichen Vertragszielen, nämlich Wettbewerb herzustellen und ökonomische Wahrheit herzustellen. Ich kann eben nicht bankrotte Banken durchfüttern, weder im Euroraum und noch viel weniger außerhalb des Euroraumes. Eine Bank, die bankrott ist, die sich verspekuliert hat, muss man bankrott gehen lassen. Das ist das einzige Signal, das der Markt, der Finanzmarkt auch versteht. Wenn ich dauernd den Steuerzahler in Anspruch nehme und dauernd die Haftung auf den Steuerzahler abwälze, wie Instrumente wie ESM, dann kann dieser Finanzmarkt, dann kann den Spekulanten machen, was sie wollen. Am Schluss zahlen sie nie drauf, sondern zahlt immer der Steuerzahler drauf. Die Hauptbegründung ist ja häufig, Banken seien systemrelevant oder man müsse systemrelevante Banken retten. Das wäre dann wahr, wenn man wieder das alte Trennbankensystem einführen würde, was ja eine Sünde gegen das System war. Man hat vor lauter Liberalisierung diese Regel, die sich etwa Roosevelt mühsam nach dem Börsenkrach von 1929 erkämpft hat, nämlich dass man die Spekulationsbanken und die klassischen Geschäftsbanken, dass man die getrennt hat, dass diese beiden Bankzweige nicht vermixt werden dürfen und man mit Einlagen der Sparer nicht spekulieren gehen darf. Dieses Trennbankensystem hat man bedauerlicherweise abgeschafft. Es gibt im Grunde keine Regel mehr. Deswegen wird ja auch kein Banker jemals vor Gericht gestellt werden, weil es keine Regeln gibt, die er verletzen kann, weil man alle Regeln beseitigt hat. Und daher herrscht totaler Wildwuchs und immer dann, wenn es zu einem kritischen Bankzusammenbruch kommen könnte, dann kommt wieder der Wunsch an den Steuerzahler, bitte fangt uns auf, gebt uns Haftung, gebt uns Kredite, damit wir den Zusammenbruch der Bank verhindern können. So kann dieses Spiel aber nicht endlos weitergehen, sondern ich prognostiziere, wenn man diese Strategie weiterfährt, ist der Crash unvermeidbar, er wird nur umso brutaler werden. Wird jetzt die von Ottmar Karas umgesetzte Basel III-Richtlinie, wird die etwas an dieser Situation ändern? Ja, ich habe schon auch im Parlament gesagt, das Richtige zur falschen Zeit ist auch falsch. Man hätte eine Erhöhung der Eigenkapitalstruktur der Banken, hätte man regeln sollen zu einer Zeit, als die Wirtschaft gut gelaufen ist. Jetzt, wo man dringend die liquiden Mittel für die Wirtschaft bräuchte, damit Investitionen in Gang kommen und damit Wirtschaftswachstum und damit Steuereinnahmen in Gang kommen, jetzt den Banken die liquiden Mittel herunterzukürzen, indem sie höhere Eigenkapitalquoten schaffen müssen, halte ich derzeit einfach für den falschen Zeitpunkt. Die Strategie höhere Eigenkapitalbildung muss aber auch mit dem Trennbankensystem gekoppelt werden. Ich habe nichts davon, dass ich eine höhere Eigenkapitalbildung habe, wenn aber dieses Eigenkapital im Falle des Bankzusammenbruchs nicht einmal ausreicht, um die Verfahrenskosten zu decken. Und genau diese Problematik haben wir. Das heißt, eine höhere Eigenkapitalquote macht dann wirklich Sinn, wenn ich wieder ein Trennbankensystem einführe. Und für die Trennbanken, das heißt für jene Spekulationsbanken, die rein auf Spekulation aus sind, da brauche ich keine Eigenkapitaldecke. Wer spekulieren will und ins Lotteriegeschäft einsteigen will, muss auch wissen, dass er im Lotteriegeschäft tätig ist. Aber ich brauche eine höhere Eigenkapitalquote in jenen Banken, wo die Leute ihre Geschäftskonten führen, wo sie ihre Sparkonten führen, wo sie sozusagen den klassischen konservativen Sparerbereich bedienen. Dort brauche ich eine höhere Eigenkapitalquote und daher ist Basel III so lange nicht wirklich sinnvoll, solange ich nicht auch gleichzeitig das Trennbankensystem wieder einführe. Die EU will trotzdem weiterhin ihre Banken retten. Kommissar Michel Barnier sagte, bei einer Bankenrettung, bei einer Bankeninsolvenz sollen vorrangige Gläubiger und abgesicherte Einleger dann an den Kosten beteiligt werden, wenn es nicht anders geht. Was kann man sich darunter vorstellen, wenn das es nicht anders geht? Das macht schon Sinn, wenn ich dort die Spekulationsbanken im Auge habe. Dann soll natürlich der Eigentümer einer Bank, das heißt der Aktionär, der Shareholder, aber auch der sich dort mit der Bank verspekuliert hat, der soll dann vorrangig zum Handkuss kommen. Aber noch haben wir diese Regelungen nicht. Derzeit haben wir nur eine Ankündigung des Kommissars Barnier. Mehr haben wir noch nicht. Ja? Und daher glaube ich, dass alles erst einmal, wenn es auf dem Tisch ist, und ich glaube es alles erst einmal, wenn es einmal beschlossen ist und auch tatsächlich wirkmächtig wird.
Bisher lehrt die Erfahrung, dass sich der Bankensektor als wirklich mächtige Pressure Group es immer noch geschafft hat, die Politik zu bestimmen und nicht die Politik die Banken unter Kontrolle und an die Kandare zu legen. Daher muss man erkennen, dass sich die Machtverhältnisse umgekehrt haben. Derzeit schaffen die Banken an und nicht die Politiker. Derzeit schaffen nicht gewählte Banker an, was in Europa geschieht, und nicht gewählte Politiker. Und daher höre ich die Botschaft des Herrn Barnier wohl, aber ich glaube es erst, wenn es tatsächlich auch wirklich umgesetzt ist.